So, jetzt laufen wir mal darüber. Alle ab. Na, und alle ab. Und alle ab. Panorama-Ausblick. Kommt man da hoch? Ah, schaut mal, da oben ist es. Wie komme ich da nur hin? Da. Ah, dieser blöde Vogel, du Wahnsinn. War aber klar, dass wir da nochmal so einen Killer bekommen. Aber wir haben ihn gemeistert. So, was man nicht alles für so einen Panorama-Ausblick macht. So, schön. Ah, okay. Sieht mir aus. Wie so ein Bunker. Genau, dafür kriegt es jetzt Schaden. Wenn es ja sonst nichts ist. Okay. Pflanzen wir alles mit. Wo haben wir hier noch was? Hier noch ein bisschen. Wow, Munitionherstellung. Wie oft sind wir denn jetzt eben gestorben? Ich glaube einmal nur, ne? Oder? Bin mir gar nicht sicher. Oder keinmal? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ah, darüber. Meine Zehen werden langsam taub. Ja, ich weiß. Heul nicht rum. Boah, voll cool. Wahnsinnig schön. Gaias Selbstopfer hat das bewirkt. Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Hätte den Vorsprung hinauf. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Na hoch. Nicht runtergucken. Nicht gucken. Aber ich finde es nett, dass sie dann wenigstens immer versuchen zu erklären, wer das alles hier hingebastelt hat. Finde ich eigentlich immer echt gut gemacht. Müssen später noch schauen, wo wir diese doofe Energiezelle dann noch herbekommen. Schnell nochmal schauen. Energie. Bevor wir nämlich das wieder verpennen, das wäre nämlich mega uncool. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Mhm. Du hast später noch genug Zeit, hier alles durchzuwühlen. Das ist ja gut. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte.
Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Okay. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Mhm. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Mag schon sein, aber zu zweit wäre es schon immer ein bisschen besser. Es wird Zeit reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Scan aktivieren. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Machen wir. Okay. Ich weiß, wir müssen dahin, aber wir gucken trotzdem nochmal hier rein. Ein paar Sachen mitnehmen. Protokollierung Shen Mago. Pass auf, wo du hin willst. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden die letzten Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Ich habe so das Gefühl, dass wir da nicht hin dürfen. Ich habe das Gefühl, wir gehen da drauf, wenn wir das da machen. Ah, okay. Kommen wir jetzt da hin? Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Okay. Ja. Die hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Das wäre geschafft. Gibt's hier noch was? Nö.
alles so vereist, ne? Müssen wir eigentlich hoch oder runter? Hoch. Na, komm. Popo hoch. Ja, jetzt. Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseidel-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Elisabeths Zimmer. Ich war... Sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Nach der Masterüberbrückung. Okay. Mann, die Frau hat ja schon vieles gerockt, hä? Ist mal der Knallhart an was vorbeigelaufen? Nein! Alles noch safe. Da muss man gescannt werden. Das haben wir auch alles. Ja, gut. Und die Patschi-Tatschi drauf. Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 mm. Doch eins ließ eine Lücke von 10 mm. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm dieser Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Die Powerrüstung. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein. Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Oh Mann. Das war die Mama. Das war die letzte Nachricht von...
Elizabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. So, nochmal Quatschi-Quatschi. Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Benimm dich nicht wie eine Maschine. Du hältst sie für besser, weil sie klüger war. Wegen der Idee zu Zero Dawn. Doch darum geht's nicht. Was sie besser machte, war die Bereitschaft, sich selbst zu opfern. Für andere. Für die, die noch kommen sollten. Nein. Ihre Schöpfung sollte nicht versagen. Du verwechselst Willen mit Sentimentalität. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht... Was? Nichts. Machen wir weiter. Gut. Ich bin ja immer so ein hoffnungsvoller Mensch, ne? Man sieht ja nur, wie sie rausgeht. Kann ja trotzdem noch sein, sie hat sich gerettet irgendwie. Erst wenn man die Leiche findet, dann kann man davon ausgehen, dass sie wirklich tot ist. Jetzt. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Oh, es vibriert. Alles müssen mitleben. 38 von 63. 48. Hä? Schau wohl nicht, dass wir da rüberspringen. Das glaubst du wohl selbst nicht. Ja, hier. Ich hab mir schon gedacht, das wäre nämlich schon ein bisschen harter Tobak gewesen. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das geschafft hätten. Nee, da geht auch nichts. Ist eine Arschkalt, ne? Mhm. Da sitzen sie alle. Was? Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin.
Hat die jemand umgebracht? Das ist eine gute Frage. Kann man hier irgendwas auflösen? Hier gibt es nur das Ding zum draufdrücken. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Wer sollte sowas tun? Wer sind die? Wir können nur zur Göttin beten. Nein! Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Es wird Zeit, dass die Mörder für ihre Taten bezahlen. Aloy von den Nora, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Eclipse-Truppen, sie graben alte Waffen aus. Ich weiß, wer die Nora angriff. Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Ein weiter Weg von der Zitadelle, Aloy. Wer bist du? Ein Interessierter. Zumindest der Anfang davon. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet.